Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video soll es um das neueste Update von Griefer Games gehen, und zwar den Adventurer. Wie diese ganzen Missionen funktioniert, für die Leute, die es noch nicht wissen, schon im Durchlauf. Ich habe ja zum Beispiel die tägliche Aufgabe angenommen, wo ich einfach nur draufklicken, und jetzt soll ich 27 Lava-Eimer an diesen Adventurer bringen. Hier unten sehen wir dann die Coins. Wir haben wöchentliche und monatliche Aufgaben. Die habe ich schon gestern alle erledigt. Ich habe ja schon 42, weil es ja einmal resettet wurde. Und dann beim Admin-Shop, wo es eher drum gehen soll. Und zwar, wie man jetzt hier ganz easy damit Geld machen kann. Wir sehen jetzt zum Beispiel ein paar Randinfos, zum Beispiel wilde Tiere. Da gibt es zwar verschiedene Versionen, aber ich sag mal so. Oh, der Bär wäre zum Beispiel ganz geil. Aber ist halt alles Zufall. Das wäre natürlich für die Leute, die Köpfe verkaufen, sinnvoll. Aber jetzt zum unglaublich Geld scheffeln eher weniger. Kleine Rüstungsständer würde ich auch nicht empfehlen. Ja, dieser Randeffekt, der ist okay. Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Klassisches Schwert kann man machen, aber ich weiß nicht, wer dafür jetzt unbedingt Kohle ausgeben würde, weil es gibt, meine ich, auch bessere Schwerter. Ich weiß nicht, wie es mit dem Orbschwert aussieht. Ein Sammelball, die würde ich euch empfehlen zu kaufen. Kostet auch 50 Adventure Coins. Also ein bisschen was müsst ihr dafür tun. Sammelbälle werden allgemein eigentlich gut gekauft. Super Adventure Lucky Block. Da weiß ich nicht ganz. Kann man probieren zu verkaufen, aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die Galaxy Farbe für 150 Adventure Coins. Das teuerste in diesem Shop. Ist auch am meisten wert, darauf spare ich auch gerade. Jetzt ist die Frage, wenn diese Farbe kann ja so gut wie jeder bekommen, indem er ein paar Aufgaben macht. Ich gehe auch stark davon aus, dass in naher Zukunft, will ich nicht sagen, aber dass in Zukunft hier noch weitere Angebote kommen werden. Weil irgendwann, wenn jeder diese Galaxy-Farbe hat, dann ist halt, will die auch halt irgendwann keiner mehr haben. Jetzt hat sie halt noch keiner, außer natürlich unser Eiermann wieder. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Geld machen wollt hiermit, kauft euch die Galaxy-Farbe oder einen Sammelball. Vielleicht ein Lucky Block, aber jetzt, ich würde eher auf die Farbe oder den Sammelball gehen. Das ist eher das, was ihr mit am besten verkaufen könntet. Ich weiß zwar gerade nicht aktuell, was so ein Sammelball wert ist, aber der kostet auf jeden Fall mit verbleibender Haltbarkeit 750. Ist auf jeden Fall ein bisschen was. Zum Anfang würde ich aber euch trotzdem empfehlen, statt auf den Sammelball eher auf die Galaxy-Farbe zu gehen und dann auf die Sammelbälle. Weil am Anfang wird natürlich die Galaxy-Farbe mehr wert sein. Ich habe jetzt als tägliche Aufgabe zum Beispiel 27 Lava-Eimer hier zu bringen. Die habe ich auch da. Deshalb fülle ich hier mal ganz fix mein Inventar mit denen. Dann gehen wir einfach mal zum Spawn. Und dann drücken wir dem das einfach in die Hand. Abgeschlossen, und dann haben wir 43 Coins. Das wäre es auch mit dem kleinen Video. Ich bin leicht erkältet, deswegen wollte ich jetzt kein allzu langes Video aufnehmen. Und ich bin gerade im Hintergrund noch an dem einen oder anderen Projekt dran. Deswegen, das frisst auch sehr viel Zeit. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein weiteres Video auf meinem Kanal. Mal sehen, wann wieder Livestreams kommen werden. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.